Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniRolp hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir, weiß ich gar nicht, haben wir No Heart besiegt, ne, mit jedem Charakter. Und ja, uns bleibt nur noch ein einziger Boss übrig und der ist im Land des Aufbruchs, Kampfstufe 13. Ja. Ja, habe mich so ein bisschen gedrückt vor diesem Kampf, weil mich noch mal ganz kurz gucken, Treffer, da muss ich auch noch machen, super. Dachte ich könnte ja wohl mit Ventus, habe ich glaube ich schon alles. Ich glaube ja. Mit Ventus habe ich zwar geschafft irgendwann mal, als das Spiel erstmal gespielt habe, diesen optionalen Boss hier zu erledigen. Mit Aqua und Terra, besonders mit Terra, wird das allerdings eine andere Sache. Und ich habe den Typen auch nur geschafft, indem ich diesen ganz berühmten Trick eingesetzt hat, mit dem jeder den besiegen kann, ganz ehrlich. Und ja, ich bin Level 99, ein paar Testkämpfe mit Terra gemacht und habe diese Angriffe drinne. Ich habe nicht Blitzsturz drinne, was der Angriff ist, mit dem man den Boss hier voll einfach besiegen kann. Das werde ich mit keinem Charakter machen, weil er ist, weiß ich nicht, für mich irgendwie geschummelt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den letzten optionalen Bosskampf rein und das wird so schwierig. Das wird wahrscheinlich der schwerste Kampf, den ich je aufnehmen musste. Also ja. Wesentlich Musik, klasse. Also ja. Komm, machen wir, bringen wir schnell hinter uns. Je nachdem, wie ich mich anstelle, könnte dieser Part hier so 20 Minuten oder 5 Stunden dauern. Also ja. Das wird nicht gut. Ich habe Angst. Und ja, wir sind noch in Kingdom Hearts 1, da mussten wir gegen Typen im Umhang kämpfen. Und hier ist das auch der Fall. Alles klar, komm. Letzter optionale Boss, der Unbekannte. Oder wie man ihn auch eher kennt, Mysterious Figure. Der wahrscheinlich härteste Kingdom Hearts Boss aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass Dingens hier der verbleibende Wille stärker ist. Nee. Beim den habe ich nach der Zeit drauf gehabt und hier kriege ich Probleme ohne einen bestimmten Angriff. Also ja, viel Gefehle, viel geschnitten wird hier wahrscheinlich und ja, auch. Jetzt schon auf die Fresse, geil. Weiß noch nicht mal, ob die Hälfte der Angriffe, die ich ausrüste, hier funktioniert. Da, guck mal, wie der Kampf beginnt hier. Ja, der Typ hat ein paar heftige Angriffe drauf, zum Beispiel den hier. Ja, und jetzt sind wir so oder so tot. Ja. Ich wollte Ausweichrollen, aber hat nicht geklappt. Ja. Den Angriff will ich eigentlich Blitzgar einsetzen, weil anders kann man den Angriff irgendwie nicht abwehren. Und oder man setzt den einen bestimmten Angriff wieder ein, aber will ich ja nicht. Bin Level 99, ich werde das ja wohl schaffen, ja. Hier muss man ausweichen. Ich weiß den seine Angriffe, aber der Typ ist immer noch schwierig. Ja, das war nicht gut. Und er macht schon wieder den Angriff. Das ist der einzige Angriff, mit dem ich Probleme habe. Komm her. So gesagt, nicht vollkommen immun gegen alle Angriffe, die es gibt im Spiel, aber gegen die meisten. Und er macht uns natürlich voll fertig. Ja, guck mal, ich komme so gut wie gar nicht an den ran. Der hat nicht so viel AP wie No Heart oder andere Bosse, aber du kommst irgendwie nicht da, du kommst nicht dazu, den anzugreifen manchmal. Deswegen muss man auf 4 Vigras hier bei dem ausrüsten und ja, dann kommt er mit den Angriff. Also man wird hier von alles gewonshottet, also. Also dauerhaft heilen ist hier notwendig. Selbst dann, manchmal kommen einfach so Momente, da schafft man es nicht. Ja, ist gut.
Ja. Also ja, der Kampf, der wird nicht, der will mir nicht Spaß machen, aber wenn ich ihn schaffe, dann umso besser. Ja, man hat gesehen, ich habe keine Chance gegen den. Aber ich will nicht auf diesen einen Trick hier zurückgreifen, weil so kann ihn jeder besiegen. Da kann man den Angriff mehr oder weniger spammen. Man setzt einfach nur Blitzsturz ein und dann ist der Typ voll pipi einfach, ey. Alter, ich habe den nur angegriffen, ey. Naja. Sturmlauf ist auch noch sehr effektiv gegen den, würde ich sagen. Wenn man so schnell an ihn hinkommt. Genauso. Das ist meine Reichweite so beschissen, oder was soll das? Uff. Ja, und aus irgendeinem Grunde da. Irgendein Grund sah, weiß ich nicht. Weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, und ich bin tot. Ja, das ist der einzige Angriff, mit dem ich nicht klarkomme. Weil ich sehe manchmal irgendwie, wie andere Leute den besiegen online. Und da kommt dieser Angriff die vor. Ist ja klar, die dann gewinnen. Oh ja, das wird nicht gut. Aha. Mal gucken, wie viel ich hier schneide. Ja, guck dich an, wieso treffe ich ihn nicht, verdammt. Ja, diese Angriffe hier muss man auch ausreichen. Zum Glück kann man eine Ausweichrolle einsetzen mit Ventus, die einen unbesiegbar macht. Boah, guckt euch das an, ey. Ja, während meines Konters kann ich ihn manchmal nicht treffen, das verstehe ich nicht. Ja, boah. Stratosphäre ist sehr gut gegen den übrigens. Außer er setzt seine Verteidigung ein, ja. Wo er sich heilen kann. Der hat also auch LP blocken, ne? Aber knapp. Boah, komm schon. Ich will nicht Blitzsturz einsetzen, ey. Okay, ist gut. Mann. Also das Geblinke werdet ihr die ganze Zeit hier hören. Übrigens. Weil ich ja nicht aufgefallen ist. Aber wir haben ihn schon bald auf Dings reduziert. Zack. Zack. Jawohl, wir haben ihn zwei Balken abgezogen. Leider wird der nicht einfacher. Wurf, wurf, wurf. Jetzt macht er sich unsichtbar und das ist der nervigste Teil dieses Kampfes. Boah. Naja, und der kann jetzt Angriff einsetzen. Nicht kaputt hauen. Einfach. Ich kann ihn nicht anvisieren, ist ja natürlich klar, ne? Und warten, bis er wieder sichtbar wird. Also, ich könnte ihn noch treffen, aber so, da bitte. Boah, ich bin ausgeglichen, Mann. Und aufpassen, der tut sich manchmal sehr oft hier unsichtbar machen. Ich komme da manchmal nicht dazu, den wieder anzugreifen. Doch, Mann. Naja, oh, und der kann die Zeit zurückspulen. Ich auch aufpassen. Jetzt kann er sich in Feuer hüllen, während er verdammt noch mal. Das ist ja wieder unsichtbar. Ich habe ihn so gut nichts abgezogen. Lass mich schon wieder an. So, jetzt muss ich die ganze Zeit rollen, den ausweichen. Das ist das Einzige, was ich machen kann hier. Ich glaube, wenn er sich unsichtbar macht, kann er sich nicht klonen. Was sehr praktisch ist. Wo bist du? So wird bin ich unbesiegbar, solange ich vier mesche. Damit du der vier Knopf jetzt schon wie Daumen. Der hat sich schon wieder. Der hat sich kurz sichtbar gemacht und dann hat er sich wieder unsichtbar gemacht. Der Charakter ist so schrecklich gebalanced, ne? Nein, daneben. Ja, und der setzt die ganze Zeit hier Mega Flair, glaube ich, ein, ne?
Komm her. Noch, Mann. Ein Balken hat er. Hat zwei mehr oder weniger. Komm schon. Komm her. Und ich habe einen Kommandostil. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm her. Und der hat sich geschützt. Nein. Mann, der heilt sich, tut die Zeit die ganze Zeit zurückspulen. Also noch ein bisschen. Oh nein. Geh weg. Dings ist weg, das ist sehr gut. Macht er sich unsichtbar? Ja. Oh Gott. Oh, mein Vierknopf, der tut weh. Mein Vierknopf, mein Daumen, meine Güte. Wo bist du? Noch, Mann. Trifft den doch. Da er seine Klonattacke nicht einsetzt, bin ich eigentlich nur sicher. Ich will mal sehen, wie den jemand besiegt, ohne Ausweichschritte einzusetzen. Das ist unmöglich. Boah, jetzt lass dich doch mal. So, jetzt, komm. Der macht sich schon wieder unsichtbar, ey. Das gibt's doch nicht. Getroffen. Oh Gott. Ah, ich kann mich nicht so umdrehen. Ich habe ihn besiegt. Gut. Oh. Ausgezeichnet. Boah, leck mich. Das hat 12 Minuten gedauert. Das war nicht schlecht. Ohne Blitzsturz. Mit Sturmlauf aber. Aber irgendeinen Angriff muss ich ja einsetzen, hallo? Weil das Schwierigste, es ist nicht so schwierig mit Ventus oder mit Aqua, als es mit Terra ist. Mit Terra ist es der absolute Albtraum. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Aber 12 Minuten, das ist weniger, als wir für den verweilenden Willen gebraucht haben. Und da geht er hin. Das ist, das werden wir noch herausfinden, vielleicht. Namenlose Klinge, ein Schlüsselschwert mit hoher Reichweite und außergewöhnlichen hoher Magiewert, das kritische Treffer häufiger ermöglicht. Okay. Und wir sind jetzt wieder im Landesaufbruch. Wir haben namenlose Klinge, die schwächer ist als alles, was wir bisher haben. Aber naja, fand ich sowieso immer blöde. Warum kriegt man immer so blöde Waffen, wenn man die optionalen Gegner will? So, Hauptcharakter. Ja, es ist ein Hauptcharakter, unbekannter. Keiner weiß, wo er kommt, wer er ist oder was er bezweckt. Noch nicht. Ja, mich kriegt es ein bisschen auf der Theorie, die Treffer noch nicht alle sind, ey. Weiß nicht, was der fehlt. Aqua, Terra, Mickey, Donald, Goofy. Aqua, Terra, Mickey, Donald, Goofy, Schneewittchen, Cinderella, Zack, 626, Peter Pan, Carlo. Aber da fehlt nichts. Also irgendein Multifokus-Kommando fehlt hier. Dreck, ey. Gut, gehen wir hier rein. Den Typen kann man, glaube ich, auch immer wieder bekämpfen. Wenn man einfach wieder hier im Land des Aufbruchs geht, aber ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen werde. Mit Ventus habe ich ihn ja schon damals irgendwie am besiegt, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Mit Aqua stelle ich mir jetzt sogar ein bisschen einfacher vor. Aber mit Terra. Mit Terra habe ich schon einige Übungskämpfe hier auf mich genommen und ich habe den immer noch nicht besiegt gekriegt. Also ja, das wird die Hölle. Jedenfalls bedanke ich mich dann allerletztlich fürs Zuschauen. Ah, nee, Quatsch. Was mache ich eigentlich?
Ich tue ja noch weitermachen danach. Ich tue ja direkt. Was passiert, wenn ich jetzt hier rein und raus gehe direkt? Kann ich ja Multifokus-Dinger machen? Nö. Wenn ich jetzt hier reingehe, kommt er direkt wieder? Nö. Okay. Wir sagen, ich bin bald hier nicht. Mein Gott, die Angewohnheit, ne? Ich werde sicher nicht nur ein Part hier machen mit Ventus. Hier gibt es keine Schätze, ne? Weil mit Ventus waren wir ja noch nie, glaube ich. Schätze haben wir alle. Gut. Als nächstes ist Aqua dran. Danach Terra. Das wird ein Spaß, also bis gleich. Und ja, Runde 2 mit Aqua. Mit Aqua dauern die Kämpfe ja in der Regel etwas kürzer, aber naja. Das Gute ist, Aqua hat auch eine Ausweichrolle, die die ganze Zeit schön unbesiegbar macht. Also ja, gucken wir mal. Außerdem hat sie einen guten Konter, welcher nützlich sein könnte. Also in der Regel machen wir die gleiche Strategie mit Ventus. So, der Angriff ist glaube ich auch gut gegen den, wenn ich ihn treffen würde. Da ist noch ein. Und ja, Hilfe! Was? Wo sind seine Klonen? Ich habe sie gerade gesehen. Das Gute ist, während den Dingern ist man immer unbesiegbar. Ha, ich habe die erledigt damit. Ich treffe ihn nur damit, warum mache ich keinen Schaden? Wir haben einen richtig besseren Anfang als mit Aqua natürlich. Weiß nicht, ob es das bringt, aber können wir ja mal versuchen. Au. Ausweichen, ausweichen. Und ja. Jetzt haben wir vielleicht verloren, je nachdem wie die Angriffe ausfallen. Ja, größert an. Und Schmetter, was kommt? Ich bin sicher sein. Wir kann die nicht so mit ausweichen, die Klone. Und ich scheine ihn damit keinen Schaden zu machen. Wunderbar. Der macht sich jetzt schon unsichtbar, was? Also. So. Oh Gott. Gut. Ey, das ist der erste Versuch, ne? Aber wir tun uns gut schlagen. Dann, war die Musik im Hintergrund. Boah, der macht sich schon wieder. Der ist nicht gebalanced, der Typ. Ey. Der setzt die Angriffe random ein. Er macht sich unsichtbar, greift mit irgendwas anderes kurz an, dann macht er sich wieder unsichtbar. Das soll ich so fassen? Oh, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht seine zwei blauen Lichtschwerter sehen. Ah, getroffen. Ich gebe aber einen Angriff, von dem darf ich mich nicht treffen lassen. Von denen darf ich nicht dreimal treffen lassen. Sonst bin ich dran. Ja, bis jetzt noch nicht eingesetzt. Das war doof. Da habe ich langsam so den Rhythmus von seinen Angriffen raus. Ja, manchmal macht er kürzeren. So. Gefällt dir das, halt? Nicht gut anscheinend.
Komm her. Er macht sich unsichtbar. Da war mal eine gute Runde, wo er wieder sichtbar war. Nein, das ist der Angriff. Von denen darf man sich, wenn ich mich einmal treffen lassen. Wenn ich, beim dritten Mal habe ich nicht mehr genug Zeit auszuweichen. Man muss Ex-Meschen wie blöd, hat man gerade gesehen. Beim zweiten, da wird jedes Mal, wenn man davon getroffen wird, kürzer. Und ja, beim dritten Mal ist es unmöglich. Da wird mal wieder sichtbar, danke. Doch, Mann. Noch Mann, Hilfe. Mehr als einer AP haben, bitte. Na, das wollte ich nicht einsetzen. Wollte das einsetzen, meine Güte. Hilfe. Aber wenn ich jetzt verliere, ne? So. Okay, wieder in Sicherheit. Halbwegs. Aha, aber ich treffe ihn manchmal. Ah, komm her. Oh nein, ich dachte, er wird. Der Angriff tut mich manchmal übrigens auch random töten, obwohl ich mich abwehr oder irgendwie sowas. Da ausweiche oder irgendwie sowas. Oder gar nichts drücke. Und einfach nichts drücken, wenn man irgendwie ununterbrochen angegriffen wird wegen Dickschädel. Aber manchmal tut mich der Angriff töten. Und da verstehe ich nicht. Okay, ja, ich muss das hier andauernd einsetzen. Ich weiß, das war der Angriff, von dem ich mich nicht treffen lassen darf. Ich versuche mal den Kampf hier mit Terra zu schaffen. Ey, mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh Junge, der macht ja nicht mal einen Angriff gemacht, und hat sich wieder unsichtbar gemacht. Oh. Oh, der Daumen, der tut zu weh, ne? Bei Terra muss ich das zum Glück nicht machen, weil bei ihm bringt das nicht so viel. Ja, er kann weit entfernt hier ausweichen, das ist sehr gut. Er ist sogar ehrlich gesagt sehr gut in dem Kampf. Oh mein Gott, mir wird wieder sichtbar und du machst danach wieder unsichtbar. Ja, mach irgendwas. Wo, willst du mich verarschen? Oh. Kann ich mal unter Wochen viel drücken, Mann. Leck mich am. Ey. Das ist so kacke, ja. Also, das muss aber das letzte Mal sein, wo ich kämpfe hier in dieser Runde. So, wer? Ich wollte schon sagen, wenn du mich schon wieder unsichtbar machst, ne? Nein, daneben. Komm schon. Sehr gut. Das erste Mal im Leben mit Aqua erledigt. Merke ich gerade. Ohne Blitzsturz, immer noch. Berichterstatter Aqua, ausgezeichnet. Berichterstatter Ventus habe ich schon. Das heißt, wenn ich mit Terra den Kampf schaffe, dann kriegst du aber die Platin-Trophäe. Dann tu mal live die Platin-Trophäe hier bekommen. Geil, oder? Boah, Hilfe, ey. Aber zum Glück muss ich gleich nicht Viereck meschen, ne? Ich weiß, ob ich den Kampf gleich überhaupt schaffe. Aber ja, 10 Minuten. 9 Minuten. War ja klar, mit Aqua dauert es wieder am kürzesten. Hat überhaupt keinen Sinn, macht eigentlich. Ich habe normale Angriffe eingesetzt. So, wir kriegen auch die namenlose Klinge. Jetzt kämpfen wir gegen Nohard und dann kriegen wir eine namenlose Klinge von dem Typen hier. Und ja. Gut. Weil wir noch nicht mal geil nach dem Kampf. Die Waffe ist auch nicht so gut, ne? Boink. Blö. So, mit Aqua haben wir ja alles erledigt. Ups. Mal gucken, oder was er bezweckt. Es ist auch immer wichtig, dass ich den Kampf mache, bevor ich mit Dream Drop Distance, Kingdom Hearts Dream Drop Distance hier fertig bin, weil
Der Boss tut schon so, ja, ein bisschen Foreshadowing. So wie es die meisten Bosse in Kingdom Hearts machen, die optionalen Bosse. Und ja, oh Gott, jetzt muss ich mit Terra machen. Das wird definitiv nicht in 10 Minuten machbar sein, außer ich schneide natürlich. Aber ich will den Kampf hinter mich bringen. Das ist der einzige Kampf, der mir noch fehlt. Dann haben wir Birth by Sleep vollkommen erledigt. Ja, ich hoffe, dann seid ihr bis dahin immer noch dabei. Und wir sehen uns dann gleich. Tschüss. Oh Gott. Und ja, der Moment, auf den wir alle gewartet haben, Terra versus Mysterious Figure, unbekannter, wer auch immer das ist, und das wird ein riesiger Spaß. Ja, mit Aqua haben wir es beim ersten Versuch geschafft, bei Terra mit Ventus beim was weiß ich wievielten Versuch, und wir haben noch nicht mal wie drauf bleiben, weil wir dann auf den Arm nehmen. Ja, und jetzt sieht man das große Problem ja mit Terra, man ist nicht unbesiegbar. Da habe ich mit ihm schon so ein bisschen geübt, diesen Kampf. Sieht man, ne? So, komm. Wir hatten einen schlechten Start, aber sonst jetzt nicht. Noch mehr. Wurf. Mit Terra mache ich zum Glück den größten Schaden. Allerdings werde ich auch die meiste Zeit getroffen. Aber wenn man übrigens nicht hier raus düst, dann wird man getroffen. Ja, ich sag doch, Luftschlag Kato bringt sogar in diesen Kampf. So. 4. Mann. Ich will das 5 Vigras hier reinbringen, aber habe ich nicht gehabt. Geil, ne? Und jetzt sind wir tot. Also ich treffe perfekt damit. So, warum habe ich hier überhaupt treffe? Ich glaube ja nicht. Komm, lauf bei mir um. Aber ich bin unbesiegbar. Das. Wow, ich habe ihn getroffen damit. Ja, aber der Angst bringt nicht so leider. Nicht so wie die von Terra und von Ventus und Aqua, meine Güte. So, 1, 2. 3, 4, 5, 6. Komm her. Na gut, jetzt wir können mal sehr schnell an ihn herangehen und sehr weit weggehen, wenn ich es mal schaffen würde. Wir können wenigstens hier. Verdammt. Wir können wenigstens ein bisschen herausgehen, ja. Aus der Gefahrenzone. Das hätte auch besser funktionieren können. So, ich setze auf den Angriff ein. So, komm her. Wuff, wuff und Mann. Weil ich viel aber abziehen, ne? Das ist auch so was von krass. Ja. Manchmal, wenn man den Kombo noch nicht zu Ende hat, kann man. Aua. Noch treffen, während der macht. Und irgendwas, irgendwas. Okay, ich habe den Dings hier rausgenommen. Sehr gut. So, ja, was Ding immer gemacht hat, sehr Nord. So, boom, getroffen. Boom, getroffen. Ach man, wieso nicht? Mann, jetzt den Angriff überraschend oft ein. Alter, hör auf damit. Boom. Ah. Komm schon. Gleich macht er sich wieder unsichtbar. Mann. 1, 2, 3. Boah, wie gra habe ich.
Alter, gib mir mal meine Kommandos. Ich will die ganze Zeit meine Kommandos haben. Oh, sehr gut. Er macht sich unsichtbar. Okay. Ja, komm näher. Wuff. Wuff. Wuff, der springt. Ja, das macht er eigentlich nur, wenn man Minen einsetzt. Ja, und von dem an lasse ich mich verdammt oft treffen und dadurch gehe ich meistens kaputt. Also ja. Ganz Zeit ausweichen. Ich glaube nicht, dass es das bringen wird. Genau deswegen. Oh, sehr gut. Ich wollte eigentlich so random hier schießen, aber ich habe den noch getroffen, als er gerade wieder sichtbar wurde. Ausgezeichnet. Aber von denen werde ich aus irgendeinem Grund manchmal getroffen, deswegen Angst. Ja, okay, von denen kann man auch in Reichweite gehen. Komm, ich sehe dich. Nein! Verdammt, einmal getroffen. Komm schon. Was hat er jetzt gemacht? Gar nichts. Er hat sie unsichtbar gemacht, natürlich hat er sie unsichtbar gemacht. Oh Gott. Ja, davon darf ich mich nicht mehr treffen lassen. Weil dann bin ich dran. Dann hat man nicht mehr genug Zeit, da auszuweichen. Hat er gemacht. Oh Gott. Nein, ich bin tot. Oh Gott. Ich habe schon gesehen, wie ich davon getroffen werde. Und ich bin tot. Oh Gott. Nein! Wegen einem blöden angesetzten Konter. Oh Mann, das war gut. Das war sehr gut. Warum hätte er nicht das letzte Mal sein können, ey? Oh, jetzt geht das wieder los hier. Komm her. Doch, Mann. Hi. Ah, das fatal ist. Ich glaube, das bringt sogar halbwegs. Nein, ich bin tot, glaube ich. Ich wollte es ja unbedingt wissen. Oh Gott. Ja. Lässt sich gefälligst davon treffen, ey. Oh geil, mach weiter so. Oh Gott. Was? Ich hatte nur ein AP. Verdammt. Ey. Aber wieder gut. Ja, mit Terra, das wird ein bisschen dauern, ja. Falls ich jetzt überhaupt schaffe. Ich möchte nicht auf Blitzsturz zurückgreifen. Es ist machbar so. Es ist machbar. Ja, toll. Ich hab noch nie im Leben alle hier. Komm mal her. Getroffen. Ja, geht weg. Könnt mich mal. Aber den Angriff treffe ich ihn irgendwie nicht. So quer. Noch mal. Ja, und der Angriff. Da kann man eigentlich nur mit Terradenia machen. Weil er ist so ein blödes Dingens hier, so eine blöde Abstand hier. Was? Er wollte seinen Angriff einsetzen, aber hat dann doch nicht gemacht. Doch, Mann. Ich bin tot. Ja, super, ey. Junge. Wo der erste Versuch, der war doch so gut. Hätte er nicht dabei bleiben können. Nein. Komm her. Man hätte vielleicht auch das Schlüsselschwert ausrüsten können, welches mehr Schaden macht hier, was man
nachdem man Erakus besiegt hat, vom Matt, aber warum? Ach Mann, nein! Weil so ein riesen Unterschied macht das ja auch nicht. Hallo? Haben wir so oder so schwer. Solange es mich nicht besser ausweichen lässt, brauche ich das nicht. Ja, übrigens kann man bei dem keine Minen platzieren, weil dann macht er diesen Sprung immer. Ich hab vergessen, ich darf ihn nicht angreifen, während er dieses Bällchen da macht. Und dann dreht er voll durch. Greift an, während ich von diesem Bällchen angegriffen werde. Noch. Also, das hätten sie wenigstens rausnehmen können. Oder wenigstens irgendwie, wenn man das abused, ja, rausnehmen können. Und ich habe schon wieder gekontert und das war mein Verhängnis. Ich wollte eigentlich nicht kontern, aber vorhin wollte ich eigentlich auch nicht kontern, aber. Ja. Ja, das wird ein bisschen dauern, habe ich so das Gefühl. Wird auf jeden Fall ein bisschen geschnitten. So, jetzt je nachdem, welcher Angriff kommt, nachdem ich hier raus bin, bin ich vielleicht tot. Guck mal, wie ich hier voll in der Ecke bin. I'm cornered. Ja, super. Ja, der Angriff bringt es nicht so. Okay. Ja, ist mal Genesungsschlag reingepackt als Abschlusskommando, weil Zerstörungswirbel bringt es nicht. Und ansonsten nichts geändert hier. Weil jetzt Explosion rein tun, aber Genesungsschlag klingt eigentlich sehr gut hier. Gerade Heilung und so. Läuft einfach mein Schlüsselschwert rein. Hier, der erste Schlag sollte wirklich nicht irgendwie ein Trigger dafür sein, finde ich. Dass er hier seine Zeit zurückdrehen kann. Weil das auch richtig unfair. Hi, ich bin an mein Schwert gelaufen, ey. Nein, ich hab's gerade gesehen. Ah. Kann ich mal Konter einsetzen, während der unsichtbar ist? Wird mich auf den Arm? Ja, jetzt habe ich mich hiervon nicht mehr treffen lassen. Wo bist du? Mann, da ist er. Komm her. Oh mein Gott. Hör auf damit. Hey! Nein! Jetzt habe ich mich gar nicht mehr davon treffen lassen. Mal gesehen, das wird immer kürzer. Alter, willst du mich verarschen? Auf damit! Ah, getroffen. Was ist dazu? Ja, ich darf mich jetzt nicht mehr von den einen angegriffen lassen, weil da bin ich tot. Hundertprozentig. Ohne. Nein. Kann ich eigentlich auch. Kann er eigentlich auch die Zeit zurückspulen, während der unsichtbar ist? Nee, ne. Ja, getroffen. Der Kapier abgezogen, wenn du unsichtbar warst. Ne, was sagst du dazu? Komm her. Oh Gott. Auf damit. Nein, ich bin tot. Komm schon, wegen dem Scheiße habe ich jetzt verloren, Mann. Ich werde nicht Blitz kurz einsetzen. Ja, vergessen, ey. Will ich, dass diese Folge untergeht als ein weiterer Kampf, wo man den Typen ja nur mit diesem blöden Angriff erledigen kann. Ich meine, das Video wird so oder so untergehen, aber ich hier niemand das Spiel angucken wird bei mir, aber auch man ehrlich.
Aber trotzdem. Ich kann nichts machen. Jetzt Glück, ob ich hier rauskomme oder nicht. Ja, jetzt bin ich sowieso tot. Warum ja auf Sturmlauf, ey? Ist schon wieder nicht was gemacht, ne? Was? Oh mein Gott, ehrlich. Was lief schon wieder so gut? Oh, ich habe gleich eine Stunde zum Schneiden hier. Nee, gleich eine Stunde am Kämpfen, ne? Wenn das so weitergeht. Ich hab nix. Boah. Ja, geil. Geht weg. So, ah, es fatal ist, glaube ich. Ja. Mal, ja, habe ich denn damit? Ja, klar, natürlich. Ah, darf ich jetzt mal ausprobieren? Auch mein Gott, ehrlich, ja, diesen Angriff kannst du nicht vernünftig ausweichen. Ah, getroffen. Was dazu? Ach Mann. Ach Mann, ehrlich? Ich treffe den sogar, was? Ja, ich bin tot. Außer ich mach den hier. Puff. Dafür habe ich das ja ursprünglich reingenommen, ja. Auch mal an, ja, auch mal ehrlich. Boah, sind wir schon wieder. Boah, hörst du mal auf mit dem Angriff, ey? Na ja. So viel heilen tue ich mich eigentlich nicht, ne? Aua. Wenigstens kann Terra so ein paar mehr Angriffe aushalten. So irgendwie mindestens. 3, 4, 5, 6. Oh ja. Boah. Warum beim ersten Schlag, ehrlich? Oh. Da bin ich froh, wenn ich den mit Sturmlauf treffe. Aber ja, jetzt boah. Ich wollte auf den eindreschen. Ich wollte noch härter auf den eindreschen. Wesen werde ich geheilt, wenn ich irgendwie das einsetze. Der hat sich schon unsichtbar gemacht. Was habe ich denn schon so viel abgezogen? Ha, getroffen. Aua. War sogar ein Ars fatal Sturmlauf. Oh Gott. Frag mich, wo er ist. Vielleicht ist er in diese Feuersäule da drinne. Ey, habe ich angegriffen. Ja. Na, oh mein Gott. Er ist ja eigentlich nur Dingens. Oh mein Gott, hör auf mit dem Angriff. Aua. Aua.
Aua. Auf damit. Oh mein Gott, ey, boah, das war natürlich wieder sehr gut von mir. Das macht jetzt schon wieder unsichtbar. Ich krieg die Krise. So, ich kann ihn damit nicht treffen. Ja, was? Komm schon, das hat den letzten Versuch sein. Nein, das jetzt aber schon nicht der letzte Versuch sein. Das ist, hier, ich habe ja nirgendwo Vita. Gott. Er muss sich ja unbedingt unsichtbar machen. Er muss sich ja. Oh mein Gott, warum treffe ich ihn denn nicht? Aber ja. Wart. Ich bin noch strunzdumm einen übergetan. Haben schon noch einen Balken, da werde ich aber nur schaffen, ja. Was? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, mein Herz rast voll gerade. Schon, lass mich nicht durch irgendeinen blöden Scheiß hier verrecken. Oh Gott. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwo eine. Komm, Asphaltalis! Und er macht sich unsichtbar, verdammt. Nein! Oh Gott, ja, mach den dann noch ruhig. Oh Gott. Komm, nein! 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 Und ich bin einen Schritt näher dran zu verrecken wegen so einem Scheiß wieder. Aber ich wegen dem Scheiß weg, ne? Nein! Ich habe ihn besiegt! Ich habe ihn besiegt! Ich habe ihn besiegt! Ja, nie wieder! Ohne Blitzsturz! Mit Genesungsschlag! Birth by Sleep Meister! Okay, mit Genesungsschlag ist ein Abschlussangriff, der fast wie Dingens ist. Okay, gebe ich ja zu, aber komm schon, irgendwas müsst ihr mir ja geben. Es ist mit Terra, komm schon. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer das ist. Wenn ihr das nicht selber gespielt habt, ey. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich habe es sogar heute noch geschafft. Ich habe gedacht, ich würde nur so wochenlang irgendwie an den Kampf sitzen, aber nein. Ja, namenlose Klinge. Weiteres Schwert, das schwächer ist als was wir jetzt haben. Oh mein Gott, ey. Das war krass. Das, ja, ein bisschen hier werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Obwohl, ich kann das eigentlich drin lassen. Wo 42 Minuten Kampf gegen Terra, gegen den Typen. Naja. So. Das ist natürlich wieder schwächer. Das andere auch. Wir haben es geschafft. So, die Platin-Trophäe jetzt. Ausgezeichnet. Das ist jetzt. Ich muss noch mit Kingdom Hearts 1, glaube ich, die Platin-Trophäe holen, oder? Oder mit Kingdom Hearts 2? Ich glaube, mit Kingdom Hearts 2 habe ich schon. Bei Kingdom Hearts 1 müsste ich, glaube ich, nur, weil ich nicht ein Spiel durchlaufe, ohne die Ausrüstung zu ändern, zu machen. Weil ich jetzt nicht so schwer finde. Habe ich schon früher gemacht. Also, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben Birth by Sleep jetzt abgeschlossen. Wir haben mit jedem Charakter jeden Boss besiegt. Wir haben mit jedem Charakter die Mirage Arena abgeschlossen. Wir haben mit jedem Charakter alle anderen Sachen hier abgeschlossen. Wir haben also alles mit allen Charakteren abgeschlossen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz zum Titelbildschirm. Müsste ja alles angezeigt werden. Blöd ist, mir fehlt jetzt hier nur so ein Treffer bei Ventus. Da habe ich mit ihnen auch alles. Aber mit ihnen hatte ich schon mal alles. Bevor ich hier das Spiel aufgenommen habe, also mit ihnen hatte ich schon mal alles. Deswegen hatte ich jetzt auch die Platin-Trophäe bekommen, jetzt keine. Deswegen habe ich auch keine Trophäe bekommen, als ich den Typen jetzt besiegt habe vorhin. Das war, aber das war mit Blitzsturz und so. Also ja. Ugh. Der Kampf. Übel. Okay, gucken wir mal bei Trio Report. Da müsste jetzt eigentlich alles drin sein, ne? Ne, was?
Bauen wir mal bei ihm ein Gold und ach Trophäen oder was? Was fehlt denn hier noch? Ja, was ist das? Alle Eiscreme-Sorten und so was alles habe ich doch. Oder sehen Items 99%. Was fehlt mir denn noch? Weil ich nehme an, die Farben müssen so sein. Ja, also Gold ist jetzt hier nicht, dass ich mit Terra alles geschafft habe und mit weiß nicht, Ventus nicht oder irgendwie so was, ne? Keine Ahnung, was mir noch fehlt. 1%, was für ein Gegenstand fehlt mir? Ich habe doch alles. Habe ich einen Gegner besiegt? Weiß nicht, was mir fehlt. Nichts Bedeutendes. Ich nehme an, gelb, weiß und ja, blau müsste halt immer sein. Also, ja. Gut. Haben wir das erledigt. Birth by Sleep, geiles Spiel, kauft es euch, spielt selber. Kommt ja bald hier für die PS4 diese 1.5 und 2.5 Edition raus. Da sind dann alle 6 Spiele drin, ne? Das ist Kingdom Hearts 1, 2, Rechain of Memories und Birth by Sleep drin, ne? Und 2 Filme, einmal von 358 durch 2 Tage und also die Geschichte von Roxas nach vor Kingdom Hearts 2 und boah, wie ist ein anderer nochmal? Ich habe keine Ahnung, wo man in Daten da eintauchen muss hier. Was mehr oder weniger gleich ist wie Kingdom Hearts Chain of Memories, nur halt mit Daten. Mir entfällt gerade der Name, warte mal, ich hab das doch. Hört mir vielleicht auf die Hülle gucken hier. Recoded, meine Güte. Ich hatte einen Namen im Kopf, aber ich war mir sicher, dass der falsch war. Ich wollte jetzt nichts irgendwas deutlich so sagen. So, und ja. Bin gerade Kingdom Hearts Dream Drop Distance am Zocken. Also, ja, falls es euch interessiert, könnt ihr da weitermachen. Weil hier haben wir jetzt alles erledigt. Und bei Kingdom Hearts Dream Drop Distance bin ich jetzt vor den letzten Kämpfen. Und ja. Wir nähern uns langsam dem Ende der ganzen Kingdom Hearts Saga hier. Wird es da auch irgendwann Kingdom Hearts 3 rauskommen wird. Aber gut. Weiß nicht, wie lange der Part sein wird. 40 Minuten bestimmt so. Diese Sektion hier mit Terra, die hat, dauert schon 49 Minuten. Aber ich werde ja natürlich hier ein paar Sachen rausschneiden. Und ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich allerseits für Zuschauen. Bei jedem, der durchgehalten hat bei diesem Projekt, der es sich überhaupt angeguckt hat, und ja, dann sage ich dann vielleicht Dankeschön fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns irgendwo in einem anderen Projekt wieder. Ich danke mich alles fürs Zuschauen und sag Tschüss. Zum nächsten Projekt. Alle die Ohren steif. Und so.